Wir werden eine Atrapovic einbauen. Und das ist das hier. So sieht das schöne Ding aus. Da ist doch voll. Das Ding ist voll. Das muss doch raus. Wie abgeht. Was ist das? Das nenne ich einfach nur geil. Willkommen bei Kfz-Fuzzis, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute um was Verrücktes. Ihr kennt das ja, es geht um einen N-Performance i30. Ihr kennt den Wagen, einer der schönsten Autos, die letzten Jahre gebaut wurde. Super Hype über das Auto, auch zu Recht. Viel PS, kostet nicht so viel, geiles Auto. Ihr wisst das, Klappenauspuff, 109 Dezibel. Ne? Und das hat ja Wellen geschlagen. Nur das Problem ist, ab 2019 wurde das Ganze geändert auf 91 Dezibel. Warum das Ganze? Weil der liebe Staat gesagt hat, wir bauen jetzt einen OPF ein. Also sprich Euro 6. Nochmal ein Partikelfilter, sage ich. Ja, ist in dem Sinne ein Cut ein. Ne? Und ihr müsst euch vorstellen, wurde dann Ganze auf 91 Dezibel runtergestuft. Also das sind drei Brüder und alle drei sind verrückt. Die haben alle drei das gleiche Auto und das Geilste ist, zwei haben davon 109 Dezibel und der eine hat 91 Dezibel. Und das ist dieser Kollege. Pio, schöne Grüße, Bruder. Und er hat gesagt, nein, das geht nicht. Und deswegen werden wir... Genau, wir werden eine Atrapovic einbauen. Und das ist das hier. Also werden wir einmal den OPF entfernen und das hier schöne einbauen. Und dann wird der auch... 109 Dezibel haben, so wie der Kunde das wollte. Okay, wir bauen das ganz schnell ein und dann fahren wir Probe, weil ich freue mich selber drauf, weil ich liebe dieses Auto. Das Auto ist sowas von geil. Das ist nagelneu, Baujahr 2019, hat auch nur ein paar Kilometer gelaufen. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass der Wagen eingefahren ist, aber ich glaube, Pio hat das schon geschafft, den einzufahren. Und wir bauen das ganz schnell ein. Akrapovic. So, die Auspuffanlage, die ist ja sowieso geil. Hier ist die Klappe, damit er das hier aufmacht und dann hat man diesen berühmten geilen Sound. Und dann hat man ja lange nichts, ne? Nichts. Und dann kommt das Übeltäter hier. Das ist der Opel. Und der kommt raus. Und das bauen wir ganz schnell ab. Und dann, ja, ist ganz einfach. Zwei Sensoren raus, Schrauben raus oder Bolzen raus und das Ding in die Hand nehmen, wieder drauf. Und dann fertig. Also, wir sehen uns gleich, wenn wir es eingebaut haben. Bis gleich. OPF haben wir ausgebaut. So sieht das schöne Ding aus. Sieht man das nicht? Kann man nicht sehen. Warum nicht? Machen wir so. Ja. So sieht das schöne Ding aus. Da ist doch voll. Das Ding ist voll. Das muss doch raus. Weißt du, ich verstehe das nicht. Weißt du, du bietest ein Auto an. Mit 109 Dezibel und dann kriegst du den Wagen, weil du das ja auf den warten musst, weil auf den Wagen muss man ja lange warten, jetzt zur Zeit schon. Und dann kriegst du das mit 91 Dezibel. Stell dir vor, Rafet. Ne? Du würdest dich auch ärgern, ne? Ja. Das werden wir jetzt einbauen. Bauen wir ganz schnell ein. So, haben wir eingebaut. Hab um die 10, 15 Minuten gedauert. Ging eigentlich ganz schnell. Rafet, guck dir das mal an. Er sieht eigentlich verdammt original aus, ne? Hm. So, was mich jetzt interessieren würde, Rafet, ob da jetzt Dings ist, ob jetzt Fehlermeldung angezeigt wird. Da bin ich jetzt gespannt. Also gucken wir uns, wir starten den jetzt. Erstmal schauen wir, was für ein Sound der hat und ob Fehlermeldungen da sind. Das werden wir jetzt sehen. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob Fehlermeldungen da sind. Kannst du einmal zum Tacho bringen, bitte? Jetzt bin ich mal gespannt auf die Fehlermeldung. Machen wir mal. Und System, keine Fehlermeldung. Das ist schon mal sehr gut. So. Ja.
Was geht ab? Alter, wie geil hört sich der denn an? Der hört sich geil. Jetzt verdient er sich den M-Performance-Brille. M-Performance? Wiederholung! Aus ist, ne? Der ist aus. Ist er aus? Also der ist zu. Boah, der blubbert schon krass. Das ist krass, Mann. Also wenn jetzt die Polizei uns anhält und sagt, mach mal aus, mach mal zu. Ja, und dann? Also ich sag dir, der hat viel mehr als 109 jetzt. Was ist das, Alter? Ja, das ist so geil, ja? Und wir haben's. Der Zwischengas ist so geil. Ach, das habe ich ja voll vermisst, diesen Zwischengas. Sollen wir mal aufmachen? Ja. Ja? Ja. Wäre das nicht zu brutal? Nein. So hat er keinen Sound. Jetzt hat er Sound. Jetzt haben wir aufgemacht. Ey, Pumelon, das ist doch nicht normal. Guck mal, die hat sich erschreckt. So. Ey, Pio, Bruder. Alles richtig gemacht. Boah. Also, ey, ich habe noch nie so einen Sound gehört darunter. Schon, der hört sich mächtig an. Also 109 Dezibel ist ja nichts dagegen. Wow. Also, wir brauchen auf jeden Fall gleich Tunnel. Definitiv Tunnel. Ne? So, wir sind jetzt in der Tiefgarage und wir gucken mal, ob wir es schaffen, irgendeine Alarmanlage auszulösen. Ich gebe einfach mal ein paar Mal Gas und dann müssen wir schnell weg. Also Klappe zu. Auch gut, ne? Mhm. Klappe auf. Oh, ist so krank, ja. Also, aber ich weiß nicht, was ich meine, Rafet. Dass jetzt bei Klappe zu auch richtig krass geworden ist, ne? Ja. Geil. Fenster auf. Einmal Soundcheck. So, also das Ding ist schon krass geworden. Ne? Also OPF raus, Attrappe rein und das Ding ist schon krass geworden. 91 Dezibel ist es garantiert nicht mehr. Ob der jetzt 109 hat oder mehr hat, das kann ich nicht sagen, aber es fühlt sich und hört sich so an, als hat der viel mehr als 109. Das ist schon krank. Ne? Dieses kann ich euch gar nicht sagen, das müsst ihr hören im Video und wenn das so einigermaßen rüberkommt, das ist schon krank. So, ja, Fehlermeldung gibt es nicht. Das ist schon gut. Und ja, das Ganze ist natürlich nicht legal. Wir haben das als Testzwecke benutzt, das Ganze. Nur, dass ihr das wisst.
Er wird natürlich auf den Serienzustand wieder kommen. Also wir bauen das Alte wieder ein und dann ist er wieder Serienzustand. Ja, und Serienzustand hat er auch schon. Jede Menge. Bums. Ja. So. Aber es war schön, einfach mal zu testen, das Ganze, Rafet. Ne? Ja. Also das war schon krass, muss ich schon sagen. Ne? Also jeder hat sich umgedreht und jeder hat geschaut. Wo wir einfach nur Gas gegeben haben. Das war schon krank. Ja, aber ich fand das geil. Auf jeden Fall. So viel dazu. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftzeug-Tutti. Bis dann. Haut rein.